Der neue Whitley Anaerobentopf. Die rechteckige, transparente und stapelbare Whitley Incubation Box. Durch die Form dieses Topfes sind keine Anschlüsse oder Ventile an der Außenfläche des Deckels vorhanden. So können die Boxen im Inkubator oder auch auf dem Tisch übereinander gestapelt werden. Das spart wertvollen Platz. Die vier Verschlüsse zum Öffnen und Schließen der Box sind am Deckel befestigt. Sie ist ideal für die Verwendung mit dem Whitley-Topfbegasungssystem. Die Incubation Box kann entweder 12 bis 14 Petrischalen oder 5 Standard-Multibell-Platten aufnehmen. Die Whitley Incubation Box kann verwendet werden, um Proben in und aus einer Whitley-Arbeitsstation zu transferieren. Sie wurde so konzipiert, dass sie durch die Schleuse einer 35er Arbeitsstation und jede größere Whitley-Schleuse passt.